Unipark Germany soll in 2 Monaten der Lost Temple eröffnen. Eine Weltneuheit, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Kosten 5 Millionen Euro. So ein komplexes Projekt hat der Film- und Freizeitpark noch nie umgesetzt. Carsten Prang ist der mechanische Leiter des Parks und kümmert sich normalerweise darum, dass alle Fahrgeschäfte laufen. Jetzt hat er auch noch die Riesenbaustelle am Hals. Doch trotz Stress, seine Vorfreude ist groß. Es ist praktisch so, dass man nicht wie in einem Kino sitzt, sondern dass man tatsächlich dabei ist. Man ist mittendrin mit allen Sinnen, vom Sehen, Fühlen und ein paar andere Sinne werden auch noch angesprochen. Möchte ich jetzt noch nicht zu sagen. Die Besucher betreten eine Ausgrabungsstätte. Ein Aufzug bringt sie in 700 Meter Tiefe. Dort fahren sie mit Fahrzeugen in einen Leinwandtunnel. Der 3D-Dino-Film startet. Am Ende der Attraktion erwartet sie noch ein echter T-Rex. Das Herzstück ist der Leinwandtunnel. Jedes Teil ist 5 Meter hoch. Ein Riesen-Kinopuzzle. Die Leinwand umspannt fast 360 Grad. Wenn alle Teile eine perfekte Einheit ergeben, taucht der Besucher komplett in den Film ein. Die komplette Screen, so wie sie hier steht, hat eine Länge von über 40 Metern. Und erst nachdem der Film eingespielt worden ist und festgestellt worden ist, werden die Sachen letztendlich am Boden verdübelt, weil im Nachhinein lässt sich so ein Fehler nicht mehr auskorrigieren. Das letzte Teil steht. Sobald der Film fertig ist, werden sie die Leinwand ausrichten. Doch noch ist es lange nicht so weit. Die Hauptarbeit liegt im Moment im Bau der Tempelhöhle. Die Künstler verwandeln 60.000 Kilo Stahl in Felsen. Sie formen aus Stahlträgern und Drahtmatten die einzelnen Körper. In den Spezialmörtel kratzen sie die Strukturen hinein. Am Ende sorgt Farbe für die perfekte Illusion. Und das ist wirklich hart wie Stein. Ihr seht jetzt gerade, hier haben die Kollegen auch noch ein paar Muster hier liegen, damit man einfach weiß, wie sieht denn der Stein von der Oberfläche her aus? Ja, dass man einfach mal so ein Beispiel in der Hand hat, um einfach dieses Echte so gut wie möglich hinzubekommen. Und ich bin da echt fasziniert, also es sind Künstler, die solche Strukturen so natürlich darstellen können. Die Arbeiten laufen. Noch liegen sie relativ gut in der Zeit. Doch das wird sich bald ändern. Zwei Monate später. Die Saison hat begonnen. Doch der Lost Temple ist noch alles andere als fertig. Die Besucher müssen sich mit den restlichen Attraktionen begnügen. Die Eröffnung der Weltneuheit verschiebt sich um mehrere Wochen. Heute sind endlich die Rückseiten der großen Jeeps angekommen. Nach wochenlanger Verspätung. Carsten ist mittlerweile jeden Tag vor Ort. Was die Arbeiter unten nicht sehen können, der Haken hat sich gelöst. Für einen Moment hängt das Bauteil in der Luft. Carsten legt selbst Hand an. Etwas mehr als ihm lieb ist. Hey, das zieht ganz schön an meinen Armen. Das ist nicht okay. Aber wenigstens sitzt die Rückseite jetzt fest. Das ist ein angefertigtes Bauteil, das gerade extra für uns hergestellt worden ist. Und wenn das jetzt kaputt gehen würde, das wäre natürlich ganz schlecht, weil das kann man nicht an jeder Ecke kaufen. Manchmal braucht man halt Glück. Ja. Am Ausgang soll ein T-Rex die Besucher so richtig erschrecken. Heute kommt der 8-Meter-Koloss in sein neues Zuhause. Dafür muss er quer durch den Freizeitpark. Aber das Problem ist jetzt hier, der ist sehr, sehr kopflastig und der hat einen ziemlich langen Schwanz. Jetzt weiß ich nicht genau, wie wir das hinkriegen, dass der Schwanz auf den Manitou passt. Okay. Fahr mal langsam vor, Alex. Passt es denn da oben mit dem Schwanz jetzt? Bis jetzt passt alles, ja. Durch den langen Schwanz könnte der 2 Tonnen schwere T-Rex bei jeder Bodenwelle umkippen. Er wurde extra aus England per Schiff hierher gebracht. Heute fehlen noch die letzten Meter seiner Reise ans andere Ende des Movieparks. Der Transport läuft bisher unfallfrei.
Ja, nee, wir müssen diese blöde Kante da runter, damit er auf jeden Fall schief kommt. Du könntest ja ein bisschen austarieren, das Ding, ne? Ja. Da musst du aber der rote Wagen weg, da hin und dann rückwärts da rein. Okay. Dann hast du den rausgestellt. Ja, dann sagt er dem nicht so Bescheid. Fahren wir also rückwärts rein halt, ne? Vielleicht besser. Ja. Okay, gut. Für dieses Manöver müssen sie den Stapler schräg austarieren. Der T-Rex hat den Park eine fünfstellige Summe gekostet. Wie viel genau, will Carsten nicht verraten. Ob mein Händchen halt jetzt was nutzt, weiß ich nicht. Aber es gibt mir ein besseres Gefühl. Aber ich glaube, fast geschafft. Dieses Zelt ist sein neues Zuhause. Vielleicht schieben wir den erstmal jetzt so runter, damit er rausfahren kann. Ja, ne? Okay. Und dann müsste der Alex den Stapler wieder zu der anderen Baustelle bringen, damit die mit dem Fahrstuhl weiterkommen. Ja? Ja. Aber erst einmal müssen sie T-Rex wiederbeleben. Mit Druckluft. Jeder einzelne Schlauch führt wie eine Ader zu seinen Gliedmaßen. Dieser Dino kann nämlich mehr als nur echt aussehen. Fertig, keiner im Weg. Eins, zwei und drei. Philipp, mach mal ein bisschen mehr Druck. Der Dino lebt. Jetzt bekommt er seine Beine zurück. Die haben die Arbeiter für den Transport abmontiert. Maler Phil muss die Schaumstoffhülle möglichst nahtlos wieder zusammenfügen. Er trägt Spezialkleber auf. Normaler Kleber würde den Schaumstoff auflösen. Jetzt muss T-Rex erst einmal stillhalten. Nächste Baustelle, der Aufzug. 30 Leute haben darin Platz. Das Geheimnis, er fährt gar nicht nach unten. Der ganze Fahrstuhl wird von dem Feeling her abwärts fahren und in der Realität wird er um die 5 Meter nach rechts gefahren. Man steigt über Tage ein und steigt unter Tage wieder aus. Das heißt, selbst die Klimabedingungen werden ganz andere sein. Es wird warm werden. Es wird eine Höhlenlandschaft geben, die praktisch einer alten Ausgrabung nachgestellt ist. Durch diese Tricks hat der Besucher das Gefühl, er sei tatsächlich 700 Meter in die Tiefe gefahren. Also ich glaube, es hätte auch so ein bisschen unser Budget gesprengt, alle Dinge, die wir eingebaut haben, auf 700 Meter Tiefe zu realisieren. Das hätten wir dann wahrscheinlich doch eher sehr schlecht rechnen können, ja.